meine Lieben. Ich weiß nicht, ob dieser Teil vorne, Mitte oder hinten im Video kommt. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich manchmal nicht Hallo sage oder dieses Hallo zwei- oder dreimal im Video vorkommt. Ich filme nicht chronologisch. Bei mir kommt alles durcheinander, alles bunt gemischt. Ja, und wenn ich einen Vlog hochlade, dann heißt es nicht, dass alles an demselben Tag passiert ist. Ja, ich habe leider nicht die Zeit, so viel am Tag zu drehen. Ja, genau, deswegen, ja, aber ist ja nicht schlimm. Ich tue mein Bestes, um für euch schöne, abwechslungsreiche Vlogs zu filmen und hochzuladen. So, genau, jetzt haben wir ein Thema. Und zwar ist das jetzt der zweite Teil von dem Video. Ich verlinke euch das Video auf dem i-Punkt. Da ging es um diese Story mit der Therme, mit den zwei Jungs und meiner Freundin. Genau, dazu habe ich auch zwei Kommentare bekommen. Ja, genau, ich wollte euch den zweiten Teil erzählen, genau zu dieser Story. Also die Story liegt schon etwas länger zurück. Genau, aber ich wollte euch trotzdem den zweiten Teil nicht vorenthalten. Wie gesagt, das ist schon etwas länger her. Ich kann euch vielleicht nicht mehr so genau im Detail sagen, was passiert ist, aber ich kann euch das Grobe erzählen, woran ich mich noch erinnere. Ich lese euch mal einen Kommentar oder zwei Kommentare durch. Ich weiß nämlich gerade nicht, welcher zweite Kommentar das war. Also einer hat mir geschrieben, bist du auch fertig mit der Freundin, wenn man damit sowas rechnen muss, dass sie sich von Assis anbaggern lässt, säuft und die vereinbarte Rückfahrt mit der Bahn nicht einhält, wäre ich damit auch durch, ehrlich gesagt. Hat sie wenigstens das Taxi gezahlt. Ja, alle sagen, die Nummer, die sie abgezogen hat, war krass. Ich habe auch auf Instagram gefragt, ob ihr denkt, das ist eine echte Freundin oder nicht. Viele, 70% haben gesagt nein, 30% haben gesagt ja. Ich muss sagen, dass sie mich da alleine gelassen hat und die Zeit mit den Männern verbracht hat, ist nichts Neues. Also für mich ist das normal. Also das fand ich da, deswegen war ich nicht sauer gewesen, weil ich das von ihr nicht anders kenne. Sie hat schon viel krassere Aktionen gebracht, wo ich mir auch Gedanken machen sollte, ob das wirklich eine echte Freundin ist. Ja, genau. Aber ich erzähle euch jetzt erstmal diese Rückfahrt. Ich muss sagen, solche Dinge passieren mir mit dieser Freundin ständig und ich denke mir so, also solche Sachen, wo ich mir denke, ja, liegt das an mir? Was habe ich falsch gemacht, bis ich festgestellt habe, es passiert eigentlich nur, wenn ich mit dieser Freundin unterwegs bin. Ja. Aber ich möchte hier über niemanden schlecht sprechen. Also die Rückfahrt war so, wie gesagt, ich war nüchtern. Zuerst wollte sie ja früher nach Hause, sie wollte ja sehr früh schon nach Hause, weil das, also wir waren in der Therme in Köln, ja, und wir mussten zurück ins Ruhrgebiet. Also sie musste, also von Köln, sie musste nach Düsseldorf zu ihrem Freund und ich nach Essen nach Hause, ja. Also wir sind schon mit Bus und Bahn dort 3 Stunden hingefahren, ja. Sie wollte auch wieder nach 2, 3 Stunden nach Hause, bis wir dann die Männer kennengelernt haben. Dann hatte sie plötzlich keine Lust mehr, nach Hause zu fahren. Dann wollte sie bleiben. Ja, und mir hat auch jemand anders gesagt, dem ich damals von dieser Situation berichtet habe, ich hätte auf diese Freundin nicht gewartet, sondern ich wäre einfach nach Hause gefahren, damit ich wenigstens sicher zu Hause bin. Ich weiß, sie hätte sich von den Männern dann zu ihrem Freund nach Hause fahren lassen. Ja, so wie ich sie kenne. Wollte ich auch zuerst machen, war auch mein Gedanke, einfach so nach Hause zu fahren. Aber dann habe ich gedacht, ey, was für eine Freundin bin ich, wenn ich sie jetzt hier in dieser Situation alleine lasse. Ich weiß, sie hat zu viel getrunken, aber das macht sie immer, wenn wir uns treffen. Sie trinkt immer über den Durst, immer wenn wir uns treffen. Ja, deswegen wollte ich sie jetzt auch nicht da alleine lassen in dieser Situation. Aber theoretisch hätte ich auch an mich denken sollen und fahren können, weiß ich. Wie gesagt, es war schon 22 Uhr, 23 Uhr und um diese Uhrzeit von Köln nach Essen zu kommen, ja, könnt ihr euch denken, wie es geklappt hat. So, also wir haben dort in der Therme den letzten Bus bekommen, sind mit dem Bus bis, ich glaube, das war Köln-Chorweiler, ich weiß nicht, ob das jetzt dieser Stadtteil Chorweiler war, aber ich glaube, es war Chorweiler, aber das ist ja egal,
angekommen, mitten in der Nacht. Es war nichts mehr los. Es war eine gefährliche Gegend. Was für Menschen da rumgelaufen sind, möchte ich jetzt nicht sagen. Ja, aber es war halt, also ich hatte schon so ein bisschen Angst, da rumzurennen, ja. Sie war am Telefonieren mit ihrem Freund, ja. Die ganze Zeit hat sie mit ihm telefoniert, ja. Ich musste mich um die Rückreise kümmern, wie wir nach Hause kommen. Sie war mit ihm am Telefonieren, am Diskutieren, weil sie war ja in der Therme nicht erreichbar. Und pipapo, wo ich mir denke, ey Junge, in der Therme, ist Handyverbot. Ist Handyverbot. Und nur weil sich deine Freundin mal ein paar Stunden nicht meldet, brauchst du nicht rumzuheulen. Und ja, ihr merkt es, ich mag ihn nicht. Aber ihr werdet gleich verstehen, warum ich ihn nicht mag. Und ich werde kein gutes Wort über ihn sagen. Und zwar hat sie die ganze Zeit mit ihm telefoniert. Und ich habe geguckt, wie wir nach Hause kommen. Da war nachher eine S-Bahn-Station. Ich frage die Leute, ist hier die S-Bahn-Station, fährt noch die Bahn und so weiter. Dann sie sitzt und telefoniert. Dann gucke ich, hier kommt die Bahn. Wann kommt die letzte Bahn? Dort stand dann nichts. Dann gucke ich im Internet, wann die letzte Bahn kommt. Dort stand dann eine Verbindung drin, die aber auf dem Fahrplan nicht stand. Dann frage ich, dann kam da die andere Bahn. Da frage ich da die Leute drin, wie kommt man hier weg? Kommen wir hier irgendwie zum Kölner Hauptbahnhof, zum Düsseldorf Hauptbahnhof. Ich habe alles getan, damit wir nach Hause kommen. Dann hat, sagt mir mal ein Mann so, ja, Sie müssen nach oben, da fahren irgendwie Ersatzbusse, damit kommen Sie dann weiter, ne? Ich so, ja, super, danke, ne? Ich so, komm, wir müssen weiter, dann gehen wir hoch. Ich gucke, wann der Bus kommt, ne? Sie telefoniert weiter. Wie gesagt, sie ist am Telefonieren mit dem Freund. Was, hatte sogar auf Lautsprecher an, ne? Und dann gucke ich so, wann der Bus kommt. Genau, ich muss mal überlegen, warte mal, wie das nochmal war. Also, ich gucke, wann der Ersatzbus kommt. Dann sagt er so, weil ich mich, wie gesagt, um die Fahrt kümmert habe, sagt er so, ich weiß nicht genau den ganzen Wortlaut, aber er hat so gesagt, der hat sich aufgeregt, jetzt hör mal nicht auf diese blöde Kuh, die hat doch sowieso keine Ahnung. In diesem Ton hat er das gesagt. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Ich versuche hier, wie wir nach Hause kommen, ja? Und der hat das gesagt. Und ich denke so, ich höre nicht richtig, ne? Ich höre nicht richtig. Und weil der hat uns auch die Verbindung rausgesucht. Ich so, was mischt der sich ein? Der hat sich oft in Dinge eingemischt, die ihm wirklich nichts angehen. Ich so, er braucht mir hier keine Verbindung rauszusuchen. Ich kümmere mich selber drum. Ja, da brauche ich der das für mich macht, ja? Ich bin erwachsen, ich kann das selber, ja? Und dann meinte der irgendwie, nein, ihr müsst so und so fahren. Die Alte hat keine Ahnung von ne? Und ich war so geschockt in diesem Moment. Und wisst ihr, was das Schlimme war? Also es war nicht, dass er mich beleidigt hat, sondern die Art und Weise, wie er das gesagt hat. Also er hat das so gesagt, das klang für mich so, als würden sie öfter über mich reden, also wenn sie mit ihm zusammen über mich lästern und sie lässt das zu. So klang das für mich. Dann denke ich mir so, was bist du für... Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das hat mir so mein Bauchgefühl gesagt, ja. Da habe ich mir gedacht, was bist du für eine Freundin, die zulässt, dass dein Freund über mich so redet? Was bist du für eine Freundin, habe ich mir in dem Moment gedacht, ja. Auf jeden Fall, dann gehen wir runter, gehen wir nochmal irgendwie runter. Das war irgendwie so... Also das war so Kuddelmuddel, ne? Und dann kommen uns Leute entgegen, ja? Das heißt, wir haben die letzte S-Bahn, die noch gekommen ist, verpasst, weil sie mit ihrem Freund telefonieren musste, diskutieren musste. Der meinte, nein, wir müssen so und so fahren, ja? Durch diese Aktion haben wir die letzte Bahn verpasst. Die ist, glaube ich, bis nach Düsseldorf gefahren, Düsseldorf Hauptbahnhof, ja? Und ich war so sauer, weil ich recht hatte. Ich hatte recht, dass diese Bahn noch kommt, ja? Hätten wir von Anfang an auf mich gehört, wenn wir nach Hause gekommen, das war die letzte Bahn, ja? Und dann hat er noch gesagt, ja, jetzt komm nach Hause und lass die da, ist mir doch egal, wie die nach Hause kommt, hat er so gesagt, ja? Müsst ihr euch vorstellen, und das war kein kleines Kind, das ist ein Mann, der ist schon älter, ja? Und da habe ich mir so gedacht, alter Falter, das kann doch nicht sein. Ich habe so geheult, ich sag euch, ich habe so geheult, weil ich mich gesehen habe, mitten in der Nacht in Köln am Hauptbahnhof zu schlafen, ja. Ich habe so geweint, ich war so fertig mit den Nerven und mit der Situation, ja. Und dann habe ich auch gesagt, was das soll, dass der mich beleidigt hat, ne. Und warum sie ihm nichts gesagt hat. Und wisst ihr, was sie sagt?
Nein, er hat dich nicht beleidigt. Das hast du falsch verstanden. Ich so, sag mal, will der mich verarschen? Ich so, nein, ich habe es richtig verstanden. Er hat mich beleidigt. Nein, nein, er hat dich nicht beleidigt. Das würde er niemals machen. Und lügt mir so kackendreist ins Gesicht. Und ich denke mir so, ey, was stimmt mit dir? Ich so, doch, ich bin jetzt richtig sauer. Ich bin richtig sauer. Ich möchte, dass du ihn anrufst und ihm sagst, dass er so mit mir nicht sprechen kann. Und ich möchte, dass er sich bei mir entschuldigt. Ja, ja, mache ich später. Ich so, nein, jetzt, sofort. Dann ruft sie ihn an, redet nochmal mit ihm, aber über was ganz anderes hat ihm das jetzt gar nicht so gesagt. Ich war richtig sauer und ich sagte, ja komm, geh zu deinem Freund, lass mich in Ruhe, ich komme schon alleine klar, ne? Aber sie so, nein, nein, ich lass dich hier nicht alleine. Wenn wir im Hotel schlafen müssen, ich schlafe natürlich mit dir im Hotel, ich lass dich nicht im Stich, das hat sie gesagt. Ja, aber ich kenne ihren Freund, wie der so drauf ist. Ja. Nun gut, dann hatte sie die Idee, ja komm, dann lass uns mit dem Taxi nach Hause fahren, ich bezahle das Taxi auch, ne? Wo ich mir denke, okay, wo ich mir denke, okay, es gab ja keine andere Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Es war mitten in der Nacht, es war nicht meine Schuld gewesen. Wie gesagt, ich habe auf sie gewartet in der Therme, sie war nicht fertig. Ja, sie meinte, sie muss da mit den Jungs quatschen, ja. Dann haben wir die Bahn verpasst, weil sie meinte, sie muss mit ihrem Freund telefonieren, wo ich mir denke, ey, das hättest du auch machen können, wenn wir in der Bahn sitzen, ja. Aber nun gut, deswegen haben wir dann die Bahn verpasst, ja. Dann die Beleidigung von dem Freund, wo ich mir denke, ey Junge, ich habe dir nichts getan, ja, ich habe dir nichts getan, ja. Ja, und dann sind wir mit dem Taxi gefahren. Ich war, wie gesagt, dann sauer wegen dieser Aktion, weil ich auch das Gefühl hatte, dass sie mit ihm über mich redet. Also so hinterm Rücken habe ich immer noch das Gefühl, ja. Und also sind wir mit dem Taxi gefahren, erst bis Düsseldorf, also erstmal sie wegbringen und dann bin ich weitergefahren mit dem Taxifahrer, wo ich auch Angst hatte, mitten in der Nacht mit einem fremden Mann zu fahren, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin sicher zu Hause angekommen, wie gesagt, sie hat das Taxi bezahlt. Taxi war auch nicht günstig, ich glaube, das war so 230, 240, 250 Euro, ja, aber falls ihr jetzt denkt, sie ist finanziell gut aufgestellt, also für sie sind das Peanuts. Nicht, dass ihr jetzt denkt, sie muss hungern oder so. Nein, nein, keine Sorge, für sie sind das wie für uns 20 Euro, sag ich mal, ja. Das wäre jetzt die Geschichte, an die ich mich so erinnern kann. Ach so, ja, genau. Dann, wie gesagt, war ich halt schon sauer. Er hat sich dann bei mir entschuldigt, ich habe eine Sprachnachricht bekommen, also von ihrem Handy habe ich eine Sprachnachricht bekommen, da hat er drauf gesprochen und sich entschuldigt. Ich habe die Entschuldigung auch angenommen, aber ich habe auch gesagt, ich möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben, ich möchte mich mit ihm nicht treffen, ich möchte ihn nicht weiter kennenlernen. Ja, und ja, seitdem ist das auch so ein bisschen angespannt, kann man sagen. Seitdem habe ich sie auch nicht mehr so oft gesehen, ja, weil oder was soll ich sagen, ich mir auch nicht mehr so die Mühe gebe. Ja, ich gebe mir auch nicht mehr so die Mühe, weil ich mich halt von dieser Freundin verarscht fühle, ja. Das kann man sagen, ja, du kannst ja mit ihr sprechen. Das ist schwierig, weil sie ist so ein Mensch, die kann gut reden. Sie kann gut reden, sie erzählt mir alles, was ich hören will. Sie erzählt mir die schönsten Dinge der Welt. Sie, also ihre Worte entsprechen nicht ihren Taten. Das, was sie macht, ist Lovebombing, kann man sagen. Also sie labert, 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 wie oft sie mir erzählt hat, dass wir zusammen in den Urlaub fliegen, ja. Ich glaube das ja noch bis heute, dass wir irgendwann zusammen in den Urlaub fliegen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Natürlich wird sie niemals mit mir in den Urlaub fliegen, ja. Sie erzählt mir Märchen, Lügengeschichten, ja. Also wirklich Ausreden bis zum geht nicht mehr. Und das hört sich alles... Ups, was ist denn da los?
Überhitzt. Das hört sich alles so richtig schön an. Das hört sich wie ein Märchen an. Also, dass man diese Märchengeschichten glauben möchte, aber es sind nur Lügengeschichten. Leute, ich muss aufhören. Die Kamera ist überhitzt. Die ist überhitzt, tatsächlich. Wusste ich nicht, dass das geht. So, meine Lieben, ich wollte euch nur mein DM-Haul zeigen. Ich war nämlich bei DM und habe gekauft hier zweimal Brottrunk. Das trinke ich morgens immer auf nüchternen Magen. Dann einmal von Heidmann, reine Sauerstoffbleiche, reine Soda. Und dann habe ich hier noch von Heidmann Brillant, nein, Brillant Weiß, Vorhänge und Gardinen. Damit wollte ich meine ja, weißen Sportschuhe sauber machen, damit sie wieder schön weiß werden. Genau, dann habe ich noch gekauft hier, ich habe viel für mein Gesicht gekauft. Einmal von Balea Ultra Sensitive Waschgel ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe. Was habe ich denn noch fürs Gesicht gekauft? Hier einmal Nivea Tagespflege, die benutze ich ja immer gerne. Dann haben wir hier von Balea Vitamin C Serum. Und dann habe ich noch hier Nivea Soft, so eine Creme, die wollte ich auch fürs Gesicht benutzen. Und hier haben wir noch von Garnier das Micellenwasser. Und dann habe ich noch einmal hier ein Rasiergel mitgenommen. Zweimal von Balea die Arztseife. Dann haben wir hier Nagellackentferner. Hier haben wir ultrasensitiv feuchtes Toilettenpapier. Und hier habe ich noch für die Spülmaschine Maschinenpfleger. Und zu guter Letzt haben wir hier von Essence Nail Art Express Dry Drops. Das ist halt, wenn ihr euch Nagellack macht, der noch nass ist, könnt ihr das drauf machen, dann trocknet das wohl richtig schnell die Nägel. Genau, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nö. Das war mein Einkauf und ich habe bezahlt 40 Euro. So, meine Lieben, ich wollte euch mal hier meinen kleinen Ventilator zeigen aus dem Keller. Ja, den hole ich immer aus dem Keller raus, genau. Das ist so ein kleiner Alter. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Und ich habe den eigentlich immer, also eigentlich den ganzen Tag habe ich den an. Manchmal auch nachts, wenn es warm ist. Man erinnert, dass das Strom kostet. Und dass der Strom teurer geworden ist. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich lasse das Ding einfach laufen. Und ja. So, und hier waren meine ganzen Bikinis drin. Das Problem ist, die sind hier immer, weil das. Könnt ihr das sehen? Die Schublade ist da kaputt. Seht ihr das? Da. Und dadurch sind die immer dann nach hinten geflutscht. Da sind noch ein paar Sachen hinten. Ich muss mal hier aussortieren und gucken, was ich hier noch brauche, weil ich glaube, dieser Bikini, der passt mir gar nicht mehr. Den könnte ich dann verkaufen. Der ist auch ungetragen. Und hier, oh, das passt mir auch nicht mehr. Also, genau. Und da muss ich, ja, bestimmt bei Vinted, seht ihr, davon habe ich noch das Unterteil, aber der wird mir nicht passen. Der wird mir zu klein sein. Werde ich alles bei Vinted reinstellen. Genau, und hier ist sogar noch ein, ui, hier ist noch ein Etikett dran, seht ihr? Und hier muss ich auch mal aufräumen, ja. Leute, ich muss sagen, die Hitze macht mich fertig. Es ist so, so warm. Ich laufe hier nur in so einem BH, also so einem BH rum. Ja, gestern hatte ich wieder Kreislauf, also ich hatte schon mal Kreislauf. Also da muss man eigentlich nur viel Wasser trinken. Also habe ich nach dem ersten Kreislauf, was ich hatte, gemacht, hat dann was gebracht, aber gestern hat irgendwie gar nichts geholfen. Dann konnte ich nur die Füße hochlegen. Ich habe hier auch ja, Wassereinlagerung in den Beinen und in den Füßen. Also nur bei der Hitze. Also im Winter jetzt nicht, aber bei der Hitze schon. Und da habe ich auch so schwere Beine. Da tun mir schon die Beine weh, muss ich sagen. Also im Winter gar nicht. Nicht, dass ihr denkt, ich habe das immer. Nee, nur bei. Auch nicht, wenn es warm ist. Wirklich bei richtig, richtig krasser Hitze. Wassereinlagerung. Mir passen schon überhaupt gar keine Schuhe mehr.
Und gestern noch Kreislauf, da ging gar nichts. Und heute trinke ich wieder regelmäßig, klappt ganz gut. Was auch helfen soll, sind Elektrolyte. Gibt es auch bei DM, aber bei unserem DM, habe ich jetzt gesehen, gibt es das nicht. Also ist ausverkauft oder nicht verfügbar. Und ich habe keinen Bock noch, keine Ahnung, in welchen also ein bisschen weiter wegzufahren. Kein Bock bei der Hitze. Ja, deswegen, Wasser trinken hilft eigentlich ganz gut. Ja, das mit dem Kreislauf ist echt schlimm. Das ist, ich muss sagen, ich habe diese ganzen, nee, Kreislauf habe ich erst seit letztem Jahr. Und das mit den Wassereinlagerungen habe ich, ich glaube auch erst seit 2 Jahren oder so. Ich hatte das nie. Ich hatte das nie. Nee, das hatte ich nicht. Das kam jetzt einfach so. Ja, kam jetzt einfach so. Deswegen, ja, was könnte ich euch noch sagen? Weiß ich nicht. Ich freue mich, dass ich so viele schöne Bikinis habe, die bequem sind und noch dazu gut aussehen. Also das ist dieser eine Bikini, den ich immer trage, den ich in grün habe und in orange habe. Also in diesen Neonfarben, und der ist sehr bequem und den liebe ich einfach. Der ist schick, bequem und stylisch und ja, genau. Was ich noch machen wollte, ist eigentlich meine Haare abschneiden. Ich mag keine langen Haare. Ich hatte auch schon einen Friseurtermin. Ich habe es nur nicht geschafft. Weil der Friseur, also ihr müsst euch vorstellen, der Friseur ist in der Stadt, also hinter der Stadt. Und ich fahre circa eine Stunde in die Stadt, was ja eigentlich kein Problem ist. Ja, und ich habe es nicht geschafft. Das Gute ist, dass der Friseur richtig günstig war. Die meinte, das kostet nur 20 Euro. Und das war so ein Schnapper, weil bei mir in der Nähe gibt es auch einen Friseur, der kostet aber schneiden, ich glaube, um die 50 Euro. Und ich sehe nicht ein, 50 Euro nur für Haare schneiden. Ich will die einfach nur abschneiden, ganz normal. Und da war es um die 20 Euro, ne? Aber ich habe gesagt, dass ich den Termin, dass ich mir noch einen neuen Termin mache. Aber bei der Hitze ist das halt etwas schwierig. Und eigentlich wollte ich für den Sommer kurze Haare haben, deswegen. Ja, muss ich gucken, wie ich das mache. Ich möchte so kurze Haare haben. Das ist schon so. Ja, also auf jeden Fall will ich die so kurz haben, eventuell noch kürzer. Also so einen richtigen Bob. So. Aber so, dass man irgendwie noch einen Zopf machen kann. Ja, so. Genau, das wollte ich noch sagen. Und ansonsten, schreibt mal Tipps. Ich habe hier noch was. Schreibt mal Tipps, wie ihr mit der. Oh nein, hier ist Staub, hier ist Staub. Oh no. Schreibt mal, seht ihr? Hier ist so ein Ding. Schreibt mal, wie ihr mit der Hitze klarkommt. Ey, das würde mich mal interessieren. Und falls ihr Tipps habt, schreibt es auch in die Kommentare.